Ja, willkommen zurück auf der Burg Wiesenfels. Wir wollten ja heute mal ein bisschen ins Umland gehen. Das machen wir auch, indem wir die Burg direkt mal hier durch diesen Seitenausgang verlassen und die Treppe hier runterrennen. Ich erzähle euch jetzt mal weniger zu der Geschichte dieser Burg. Könnt ihr euch ja auch denken, dass ich hier eines nach dem anderen so gebaut habe und dass das alles entstanden ist, wie hier zum Beispiel ja, keine Ahnung, Galerieturm oder was auch immer. Der hat überhaupt keine Funktion. Es hat aber einen Riesenspaß gemacht, den zu bauen. Ich baue einfach so gerne so hoch oben. Es gibt einem immer so ein bisschen so ein kribbeliges Gefühl, wenn man nach unten guckt. Und außerdem sieht das halt von der Entfernung, wenn ich da hinten irgendwo bin, sehr imposant aus. Ansonsten hat das hier keine Bedeutung. Ja, hier Treppen, denkt immer dran, möglichst viele Treppen bauen. Das ist eine tolle Sache, weil man dann nicht ständig irgendwo hochhüppeln muss. Also wo man oft langläuft, sofort Treppen. Entweder aus Holz oder Stein, das mache ich immer so ein bisschen nach Optik. So eine richtige Ideallösung habe ich doch noch nicht gefunden. Auf jeden Fall sind Treppen wahnsinnig praktisch. Es macht einfach viel mehr Spaß, da lang zu laufen. Da muss man nicht ständig rumhüpfen. Wir gehen jetzt hier mal nach draußen. Da sieht man auch von unten mal, wie ich das hier so gemacht habe. So unheimlich viel mit so einem Vorsprung. Alles auf einer Säule. Sehr wagemutig. Aber in Minecraft ist das nun mal möglich. Wie so vieles in Minecraft möglich ist. Wie zum Beispiel auch hier solche Hafenhäuser zu bauen, die einfach noch gar nicht fertiggestellt sind, sehe ich gerade. Da ist kein Fenster drin, kein richtiger Boden, keine Tür. Nee. Also das habe ich irgendwie mal vergessen. Ja, jetzt sind wir hier so praktisch so im Hafenviertel, ne? Und wenn wir jetzt durch dieses Tor hinausgehen, dann kommen wir praktisch zu meinem alten Spawn-Punkt, den wir in dem ersten Video gesehen haben. Und da hinten dieser natürliche Steinbruch. Aber da brauchen wir jetzt auch gar nicht lang. Denn da waren wir ja schon. Wir gehen mal lieber hier noch so ein bisschen, schauen uns mal an. Hier könnte eigentlich auch noch mal eine Stufe hin. Schauen uns mal an, wie ich hier den Hafen angelegt habe. Das ist nichts Besonderes. Aber es ist halt wichtig, dass man da so die Hafenmauer relativ weit auch ins tiefe Wasser rausführt. Ich habe da auch extra mal den Meeresboden noch ein bisschen aufgegraben, damit die Monster da nicht so rumkommen. Irgendwie kommen die immer noch da rum, aber irgendwann geben sie es auch auf. Also, die können ja schwimmen, das darf man nicht vergessen. Ja, also, die sind genauso gute Schwimmer wie ich. Also, ziemlich schlechte Schwimmer eigentlich, genau gesagt. Trotzdem, ne? Ich würde niemandem empfehlen, hier so nachts noch so frei am Hafenkai herum Lust zu wandeln. Das wäre ziemlich gefährlich. Da habe ich ja persönlich nicht so viel gegen. Also ich mag das ja eigentlich ganz gerne, wenn auch meine Wohnstätten und meine Siedlungen nicht so hundertprozentig geschützt sind. Weil das einfach Spaß macht, wenn da ab und zu mal so eine kleine Überraschung passiert, auch der unangenehmen Art. Selbst wenn ich mal irgendwie was Größeres baue, dann schalte ich ganz selten mal in diesen Peaceful Mode, wo dann keine Monster mehr erscheinen. Das habe ich schon mal gemacht, natürlich, weil manchmal wird es wirklich zu nervig. Da muss man auch mal die Nacht durcharbeiten können, um fertig zu werden. Ansonsten ist das auch ein guter Trick, wenn man in einem Kampf steckt und Angst hat, halt drauf zu gehen. Dann schaltet man auf Escape schnell, ja, und dann kann man in den Optionen schnell hier auf Peaceful schalten und dann sollte eigentlich die Gefahr gebannt sein. Dann mache ich jetzt mal nicht, ich bleibe jetzt mal hier so. Gut, und dann können wir jetzt mal hier diesen Hafen verlassen. Und nach draußen gehen. Verlassen wir das mal hier durch dieses Tür. Ich gucke immer noch ein bisschen vorsichtig hier. Man weiß es ja nicht. Hier habe ich auch schöne noch so einen Weg angelegt. Ah ja, und hier, wenn man den Schwierigkeitsgrad auf hart stellt, dann also wenn ich das richtig verstanden habe, werden das nicht mehr Monster dadurch, aber die werden stärker und stecken auch mehr Schläge weg. Das ist wohl der Unterschied. Spawnen immer noch genauso viele. So, ich laufe jetzt mal hier runter. Es kann noch sein, dass ich mich da irre. Ich weiß jetzt nicht so genau. So, hier habe ich mal so einen Weg angelegt.
Weil ich hier nämlich mal eine Zeit lang öfters mal langlaufen musste, denn ich hatte hier mal da unten meine, so nenne ich sie jetzt, Südmine. Die Südmine entdeckt. Ich höre immer noch Schritte. Ach, da ist ein braunes Schaf. Ach so. Okay. Ich hatte sowieso ganz viel Glück hier in dieser Welt, dass hier wirklich im direkten Umland meiner Burg wirklich mindestens zwei sehr großzügige Minen aufgetreten sind. Also hier diese Südmine und aus dem ersten Video direkt am Anfang hatten wir ja schon die Nordmine. Hier kann man noch ein bisschen runterlaufen. Da habe ich auch noch irgendwo so ein Schutzhäuschen eingebaut. Wir machen das aber jetzt hier gar nicht, dass wir uns die so angucken. Denn das ist wahrscheinlich relativ langweilig, da ich da ja schon war und alles abgebaut habe. Außerdem würde ich mich da jetzt hoffnungslos verlaufen, weil ich da nämlich schon lange nicht mehr war. Deswegen gehen wir einfach mal lieber so wieder den Weg zurück. Hier könnte ich eigentlich, das merkt man jetzt schon, ich muss jetzt hier schon mal rumhüpfen. Eigentlich könnte ich hier überall mal Treppen. Schade, dass ich keine bei habe. Da mal einbauen. Naja. Zu den Minen nochmal. Ich denke mal, das machen wir einfach mal noch so, dass wir mal gemeinsam so eine ganz neue Höhle erforschen. Sodass man da mal wirklich diesen Spannungseffekt und diesen Kitzel mal gemeinsam miterlebt. Das ist ein bisschen spannender, als jetzt hier solche fertig ausgeplünderten Minen zu besuchen. Ja, hier habe ich das letztens fertig gebaut und völlig vergessen, da auch mal Schalter dran zu bauen. Denn das sind hier Metalltüren. Die kann man nur betätigen mit Schaltern, also nicht mit der Hand. Das geht nicht. Ne? Im Gegensatz zu Holztüren, die lassen sich sowohl mit der Hand als auch mit Schaltern tätigen. Ja, das geht mit Metalltüren nicht. Also ich käme jetzt hier gar nicht rein. Gott sei Dank habe ich allerdings hier noch einen Hintereingang, wobei mir jetzt natürlich leider auch was sehr Trauriges einfällt, muss ich sagen. Wer auf minenarbeit.de schon mal geguckt hat, der hat da auch vielleicht das Video von dem Wolf gesehen, dem Beta-1.4 Wolf, der mich da so einige Zeit begleitet hat. Und naja, ich habe da ja unter das Video auch noch geschrieben, dass kurz nach den Dreharbeiten der dumme Hund praktisch über eine Klippe gesprungen ist. Und dann war es aus mit ihm und das war genau diese Klippe. Ja, deswegen, ich bin eigentlich auch immer noch so ein bisschen traurig deswegen. Ja, aber das Leben geht halt weiter. Wir müssen halt zusehen, dass hier die Geschäfte rollen, ne? Dass hier alles weitergeht. Ich glaube auch, der ist erstmal da nur die Hälfte runtergefallen, hat sich dann schwer verletzt, also irgendwie bis da oder so. Und dann bin ich hier runtergelaufen, dann kam er mir hinterhergesprungen und das war es dann, ne? Er ist dann hier so aufgeprallt, ne, und ja gut, das Blut habe ich inzwischen weggewischt, aber ich habe jetzt mal vor, hier vielleicht so eine Grabstätte noch zu errichten. Das ist doch bestimmt, also ich finde das angemessen. Ja, der hat es doch verdient, mein erster Wolf in Minecraft. Ja, hier haben wir noch so hier ja, so Felder, ne? Wie man sieht, ne? Felder schlecht bestellt und auch hier die ganzen Zuckerrohre oder Bambus, was auch immer, nicht gepflügt und Kaktussprieß. Und vorhin hatten wir auch schon hier im Hafen diese unfertigen Häuser. Und da fragt ihr euch zu Recht, was ist da los? Ja, und das kann ich euch erklären. Und zwar hatte ich einfach mal die Faxen dicke, also das kann man eigentlich so auch wieder nicht sagen. Mich hat einfach das Fernweh irgendwann gepackt. Und ich habe mich dann, ja, einfach mal auf den Weg gemacht, habe meine sieben Sachen gepackt und bin einfach losgegangen, um irgendwo in der wirklich weiten, weiten Ferne eine ganz neue Siedlung zu gründen. Das habe ich inzwischen auch getan. Deswegen spiele ich ja hier eigentlich gar nicht mehr so. Komme nur ab und zu mal wieder zurück, wegen der Nostalgie. Aber ich habe ja wirklich da hinten gen Süden einige Tagesmärsche entfernt. Ja, eine Inselstadt angelegt. Dazu dann später einfach mehr. Ja, das werden wir uns alles nochmal genauer angucken. Während ich jetzt hier auch mal wieder reingehe. Denn sicher ist das, nicht? Das ist so sicherer.
Gut. Ja, ich würde sagen, das war jetzt erstmal der kleine Trip ins Umland von Burg Wiesenfels. Beim nächsten Mal habe ich dann vor, hier mal die Kellergewölbe so ein bisschen zu besichtigen und zu gucken, was es hier in der Burg noch so gibt. Unter anderem darf er jetzt schon keine Mine besuchen. Habe ich allerdings noch was anderes. Wir könnten so eine. Ich habe eine Tiefbohrung gemacht, wenn wir da vielleicht mal reinklettern beim nächsten Mal. Also es geht dann wirklich richtig runter bis auf den Bedrock. Und das ist bestimmt immer ein Abenteuer. Und das können wir ja mal machen. Dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann hier wieder oder bei minenarbeit.de. Also bis dann.